Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen zu Keksa bastelt an seinem Feld herum, dem Let's Play, in dem es immer noch nicht so ganz funktioniert wie soll, aber okay, das ist nicht schlimm, wir kommen damit klar, Rückschläge gehören dazu, wo habe ich denn jetzt die Fichten, da habe ich die Fichtenfalltüren, das ist, damit muss man klarkommen, sonst braucht man sowas nicht anfangen, ne? Nicht wahr? So, dann schauen wir doch mal, ob das jetzt funktioniert, das wäre jetzt mal eine Maßnahme, bitte, 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 drückt mir die Daumen! Siehste? So könnte es was werden. Okay, da wieder was raus. Und dann müssen wir mal eben wohl überlegen, ob wir das hier da anpassen. Dann müssen wir da noch die Ebene hin. Das wird jetzt aber, das muss ja alles weg hier. Das ist nicht, pass auf. Wie viele Ebenen wollen wir denn machen? Zwei oder drei? Das weiß ich noch nicht so genau. Gucken wir mal, wie viel Zeit wir haben. Ach, wer Zeit haben wir genug? Zeit ist ohne Ende. Wir können ja einfach 20 Folgen daran. Ja, das willst du nicht, Keks, oder? Ja, warum nicht? Wir wollen doch mal endlich mal was Vernünftiges fertig bauen. Apropos vernünftig fertig bauen. Wie viel Platz haben wir denn hier? Wie viel Material haben wir denn? Das haben wir hier mit 6 Steinen gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir das da auch. 1, 2, 3, 4. Na, guck mal, mit 10 kann er schon. 10 kann er schon, ne? 6. Jetzt kommt das Wasser da rausgelaufen, ne? Das ist mir klar. Nicht schlimm, es hat sich gleich erledigt. Oh, ich habe schon wieder nasse Füße. So, pass auf. Da machen wir jetzt auch 6 Steine wieder drüber. 1, 2, 3. Und nochmal 3 davon sind 6. Passt doch. Weiß gar nicht, was du willst. So, hier müssen die Steine weg. Da muss auf jeden Fall was Vernünftiges hin. Also sowas wie Erde zum Beispiel. Das ist zum Anpflanzen definitiv sinnvoller. Ups. Das ist die Frage aller Fragen. Hier müsste ich wieder was zwischensetzen. Okay, pass auf. Bis dahin geht das noch. Und ich habe gerade spontan ein bisschen Erde dabei. Setzen wir das da wieder hin. Und jetzt müssen wir das Ganze auf der Seite natürlich auch einfach pflanzen. Anpflanzen, anbringen, verbessern. Mann, was machst du denn hier für Sachen hier? Oh! Kekser, warum machst du so viel Arbeit mit der Bewässerung? Lass doch einmal regnen. Geht auch. Naja, sowas. Oh. Der Schalter ist weg. Oh, Kekser, was hast du getan? Ich müsste mal eben ganz kurz da mal eben Schalter hinsetzen. So. Ist ja gut, dass ich noch nichts verpflanzt habe. So wird das ja nichts hier. Ups. Das muss ja auch tiefer hier, ne? Das sind 2, 3, 4, 5, 6 bis dahin. Also, er hätte da ruhig hintergekommen. Lass den doch da einfach hin. Da liegt. Mach doch nicht immer alles kaputt, Kekser. Oh, Mann. So. Wenn ich den jetzt da abbaue, ist egal. Da kommt mir da wieder alles entgegen, ne? Ah, ich muss mal eben ein paar Sachen hier loswerden. Guck mal, hier, Zombiefleisch. Warum brauche ich Zombiefleisch? Ich brauche gar kein Zombiefleisch. Und die Erde reicht auch, wenn ich davon ein bisschen weniger habe. Und das kann ich auch so lange da lassen. Und warum brauche ich einen Apfel? Ich brauche jetzt gerade keinen Apfel. Das brauche ich auch nicht hier. Geh doch mal da weg. So, jetzt kann ich mal wieder arbeiten, ne? Ja, so, Abwechslung. Mal eben ein bisschen was machen hier. Richtigen Werkzeug und so, ja, wäre eine gute Idee. Jetzt kommt das dann nicht raus. Das macht mich jetzt aber ernsthaft hier. So, so und so. Dann kannst du es auch wieder einsammeln, ne? Dann davon die Hälfte, pass auf. Dann ist das wieder dicht. Wenn ich jetzt den da abbaue, dann wird es dann gleich direkt nass hier. Das machen wir noch nicht, das lassen wir noch eben. Wir müssen ja hier noch eben das Feld auch wirklich steinfrei kriegen, ne? Die ganzen groben Steine dazwischen, das macht ja die ganzen landwirtschaftlichen Geräte nachher kaputt. Das geht nicht. Das muss hier alles weg, da wächst doch nichts drauf. Viel zu steinig hier. Mhm. So. Aber jetzt, apropos steinig, das ist hier viel zu dunkel. Ich sehe wieder nichts. Ja, ich meine, die Bauern müssen auch abends und nachts durcharbeiten, ne? Du kannst, du kriegst das ja auch. Konzentriere dich mal ein bisschen. So.
So, so und so. Trotzdem sehe ich hier nichts. Das ist nicht gut. Auf Dauer macht das keinen Sinn. Wir setzen uns mal kurz in euren Wiedereinstiegspunkt hier. Mitten auf dem Feld bist du denn des Wahnsinns? Oh, 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 oh. Wo kommt er denn jetzt her? Warte, warte, warte. Passendes Werkzeug. Aha. Der kommt aber sehr schnell nah. Hau ab. Geh weg. So. Ich brauche dich gerade nicht. Nicht wirklich. Okay. Das hier brauche ich. So, jetzt habe ich wieder irgendein Gerumpsel bei mir, was ich nicht haben will. Das da zum Beispiel. Das können wir mal eben wegnehmen. So. Machen wir es hier auch? Das machen wir hier auch. War nicht ganz so weit. Nur so, dass wir ein bisschen Wasser hier haben, ne? Wie viele Bretter haben wir noch? Ne, lass uns erst eben das mit dem Wasser erledigen. Das so. Was ist das? Zeit für Frühstück? Oh, habe ich das verpasst? Das kann ja gar nicht sein. Steak zum Frühstück. Kekse, was schimpft denn mit denen nicht? Ja, lassen wir das. So. Hier muss auf jeden Fall wieder ein bisschen Wasser rein. Eins und dann da. So und da. Das Ganze noch einmal. Ja. Siehst du, wenn du dich vernünftig konzentrierst, dann geht das auch. Das war das mit dem Konzentrieren. Hatte ich nicht. Habe ich jetzt alles schon voll gemacht? Naja, dann ist das so. Pass auf. Da muss auf jeden Fall noch ein bisschen Wasser hin. Da. Ach ja, das muss ja auch. Ah, pass auf. Das ging ja gar nicht wie sonst in deinen normalen Farmen. Du musst ja hier richtig voll machen, wenn du da Bretter drauf packst. Da und da und da. Dann kann ich hier wieder voll machen. So. Jetzt ist es aber. Ne? Jetzt funktioniert es. Da ist es voll. Dann kann ich jetzt hier nochmal was hinsetzen. Da. Und da. Jetzt kann ich hier vorne wieder was wegnehmen. Ja, irgendwann hast du das System raus, Kekse. Sind jetzt alle voll? Ja. So. Und dann die 6 Stück noch. Oh. Da fehlt noch ein bisschen Erde. Nicht schlimm. Die haben wir dabei, das kriegen wir hin. Das soll ja nicht hier, ich sag mal, irgendwo alles durchsickern, oder? Nein, 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 nein. So nicht. So, die Eimer mal eben weg, die Erde mal eben dorthin. So, wenn ich das jetzt richtig gemacht habe. Also nur für den seltensten Fall, dass ich es richtig gemacht habe, müsste das Wasser jetzt eigentlich bis hierhin laufen, ne? Testen wir mal. Nein, Kekse, du hast doch die Bretter vergessen. Ach, Mann, 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 Mann. Du, die müssen noch dahin. So, da doch nicht. Weil das ist wieder im Weg, das stört dann wieder. Dann sagt das Wasser sich, nö, da ist ein Brett im Weg, da fließt sich nicht hin. Ist auch total logisch, dass das Wasser nicht da drüber fließt. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Und siehe da, es funktioniert. Wie weit, wie weit, wie weit? Bis dahin. Das heißt, hier können Trichter. Oder wir gehen noch eine Ebene tiefer. Nee, ich glaube, das wäre dann schon viel zu weit, oder? Das ist ja schon mal eine Hausnummer hier. So, so weit muss das jetzt mal alles wachsen. Ich glaube, hier muss ich auch vorne. Aber hier setzen wir das wieder ausschalten. Da muss ja hier auch noch erstmal Erde hin. Da kann auch. So geht das auch nicht, Kekser. Das ist aber ein ganzes Stück länger als das obere Feld, oder? Ja, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. So, dann können wir mal überlegen, was wir da alles anpflanzen wollen. Weizen auf jeden Fall. Brauchen wir noch ein paar Kartoffeln, ein paar Möhren. Ja, das, ne, machen wir auch. Warte mal, ich hatte doch. Natürlich hier, den ganzen Stack da voll. Davon. So. Mit dem Sprechen hast du heute nicht so, ne? Nee, warum auch? Ist nicht so deins, ne? So, so, so. Ist die Frage, brauchen wir eigentlich ein Dach hier drüber? So richtig schönes, warte mal. Oh, ich
Das muss ich gleich nochmal austesten hier. Hier muss ja auch noch was hin. Dann das sollte es auch noch verlängern hier. So, wie viel Eimer brauche ich noch? Einiges. Lass uns das eben auffüllen. Dafür hast du das hier gemacht. So. Da. Ups, da. Und den da. Wenn du die richtige Taste benutzt, dann wird das was. Kann ich da eigentlich was rausnehmen? Ja, kann ich. Dann brauche ich ja nicht bis dahin laufen, ne? So, dann hast du die Quelle auch wieder voll. Dann gucken wir mal, wenn wir da direkt das wieder hinsetzen und dorthin und wieder auffüllen und da auffüllen. Ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wie viele von den Steinen haben wir noch? Das passt auch. So, die dahin. Die dorthin. Das war nicht so gut. Das hat ja bei die Quelle, hat der Quelle nicht geschadet, ne? Nein, ich hoffe nicht. Okay. Dann die dorthin. Und jetzt brauchen wir noch 6. Natürlich 6. Weil ich habe ja nur 4. Wenn ich jetzt. Das muss ich zuklappen. Probieren wir mal eben was. Was auch, das Wasser wirklich dann da stehen bleibt. Jetzt bin ich mal gespannt. Und. Nö, das geht. Aber trotzdem, das ist nicht ordentlich. Wenn da Trichter vorkommen, muss das da vorne zu sein. Brauche ich wirklich denn nochmal bis dahin zu. Ja, bis zu dem Weg dahin? Nein. So, das ist doch groß genug, oder? Das, da kommt, das muss ja auch alles wieder bepflanzen irgendwann. Das ist groß genug. Was wollte ich jetzt? Ich wollte Holz. Kiefernholz. Warum habe ich denn kein Kiefernholz mehr? Oh, ich wüsste da mal eben spontan ein bisschen Kieferholz abbauen. Naja, natürlich. Das ist aber, wenn. Wir brauchen das Material. Wir müssen mal. Vielleicht muss ich auf deinen Kicks mal ein bisschen mehr Material besorgen. Oh, eigentlich nicht. Das können wir eigentlich während des Bauens auch immer machen. Solange wir nur vom Material reden, was hier direkt um die Ecke ist. Warum nicht? Das einfach mit einbauen. Wir haben doch Zeit, oder? Ja, komm. Wir müssen uns nicht immer so viel Hektik machen. Lass uns mal in Ruhe schauen, was das hier werden soll. Was wir dafür brauchen. Oh. Wenn wir jetzt natürlich was richtig, richtig, richtig Großes bauen. Also, was wir ja auch eigentlich noch vorhaben. Wie war das? Da war doch nochmal der Wunsch nach einem Herrenhaus. Für wen denn? Für wen sollen wir denn hier ein Herrenhaus bauen? Für dich, Kekser? Ja, warum nicht? Also, ich meine, meinst du nicht, dass ich sowas nicht bewohnen könnte? Also, ein bisschen Anmut haben wir doch, oder? Kekser, du und Anmut. In welchem Film bist du denn? Naja, ein bisschen Fantasie und so. Okay, das Ganze hier ist voller Fantasie. So, wie viele haben wir dann? So, die Setzlinge können wir gleich wieder anpflanzen. Nee, komm, das machen wir jetzt direkt. Wenn ich die jetzt wieder mitnehme, dann kommen die da in der Kiste und dann schimmeln die vor sich hin und dann will die keiner mehr. So, hier ist genug Platz. Dann haben wir da noch Platz. Oh, da sind sie schon weg. Ja, da kommen ja noch mehr Setzlinge. Ja, die kommen auch. Aber nicht jetzt. Jetzt wollen wir die Bretter fertig machen. Mann, wie viele Folgen wirst du denn darüber brauchen? Das ist doch vollkommen egal. Hauptsache, es wird mal was Vernünftiges. Also, so was Funktionierendes. Ich will dann, der möchte gerne Monster farmen. Das ist jetzt nicht fair. Das ist, die ist mit Liebe gemacht. Und außerdem soll ja, da soll man ja ein bisschen Einsatz zeigen. So, pass auf. Ich wollte 2 haben. Ne, machst du 20, kein Thema. Siehst du, wenn du daneben baust, brauchst du auch mehr davon. Wobei, von den Dingern kann man immer gebrauchen. Also Eichen, ne Quatsch, Fichtenfalltüren, finde ich, die passen irgendwie überall hin, oder? So, dann hier Trichter, oder? Mal eben überlegen, wie wir das hier jetzt weitermachen. Die Trichter enden dann alle hier irgendwo in der Kiste. Komme ich dann von hier aus dran? Kann man das... Hier, 1, 2, 3, ja, pass auf. Hier, wenn da die Trichter hinkommen, hier eine doppelte Kiste. Reicht eine doppelte Kiste? Natürlich reicht eine doppelte Kiste, komm. Wie viel Eisen habe ich überhaupt dabei? Kann ich überhaupt so viele Trichter machen? Das wird schwierig. Nee. Habe ich kein normales Holz dabei? Ich habe doch ein Eichenholz dabei, oder? So,
guck mal, da hast du auch Eichenholz. Dann kannst du da zumindest schon mal die zwei Kisten rausmachen. Ja. Und jetzt ist die Frage, aber für die Trichter brauche ich auch Kisten, ne? Wie war das nochmal? Eben überlegen. So, und dann eine Kiste, ne? Ja, dann mach nochmal direkt welche davon. Das sind nur zwei. Wie viele brauche ich denn? Oh, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, also 12. Ey, stimmt, da hinten war ein Dutzend, ne? Wer sich daran erinnern kann, ist klar ein Vorteil. Das wird hier so nichts. Wie viel habe ich dann? Ich hätte jetzt Kisten machen sollen, ne? So, 5 Kisten reichen ja auch nicht. Ich muss noch ein bisschen mehr haben. So. Dann habe ich zumindest schon mal 12 Kisten. Ich brauchte nur noch 10, ne? So. Wie viele Trichter kann ich denn basteln? Ich glaube, ich müsste mal eben zur Scheune ein bisschen was an Eisen holen. Das ist nicht wahr, ne? Da fehlt genau jetzt noch einer für 4 Trichter. Okay. Ja, guck mal. Es bietet sich gerade an. Es ist sowieso dunkel. Ich weiß nicht, was ihr jetzt macht. Oh, oh. Ich gehe jetzt mal eben kurz den kleinen Mini-Zombie aus dem Weg. Den mag ich nämlich nicht. Das aus dem Weg gehen hat sich, glaube ich, erledigt. Ne? Der hat mich gesehen, der hat mich gesehen. Verdammter Sauslock. Komm her. Ah, du ärgerst mich nicht. Nein, nein, nein. Was? In dem Gelände jetzt. So. Ich mache mich auf den Weg. Besorg noch ein bisschen was. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei. In diesem Sinne, schöne Grüße und Niederrhein. Und schüps. Mit ups. Hoffentlich habe ich noch so viel Eisen. Hoffentlich habe ich noch so viel Eisen. Oh, oh, oh. Muss ich jetzt erst wieder Eisen farmen? Das wäre doof. Das wäre doof. Okay, bis dann. Schau. Oh, was macht der denn da? Hm. Klaut der? Ich bin mir da nicht so sicher. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich glaube, ich habe ihn ja eben ganz kurz hin, damit wir nächstes Mal direkt wieder morgen starten. Gute Nacht.